Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wir sind immer noch in der Gongaga Region und wir sind hier, glaube ich, fertig mit allen Sachen, Nebenquests und so, ne? Und können jetzt hier ein bisschen erkunden, ne? Wenn das hier so funktioniert, wie ich mir halt vorstelle, ne? Da ist irgendwie so ein Problem hier mit dieser Gegend, habe ich so ein Gefühl, ne? Ich will mal irgendwo hingehen, aber irgendwie komme ich dann nicht hin, weil irgendwie weil nicht. Oh, warte. So. Warte, wo? Da unten? Mädchen, ich muss da jetzt mal hier runterlaufen. Soll irgendwo eine Haltestelle sein anscheinend. Gut. Natürlich finde ich jetzt eine, ne? So. Keine Ahnung, hier ist irgendwie, hier zu navigieren in dieser Gegend ist ein bisschen schwierig, finde ich. Dass hier mal was findest oder so, ne? Ist ein bisschen komisch, ne? So, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Wo ist der Gockel hin? Da. Du bist doch hier runtergegangen, du Stück. Hier? Okay. Falscher Knopf. Okay. So. Gibt es da draußen irgendjemanden, der sich so aufgemacht hat, alle Halsschellen-Schiller hier umzuwerfen? Oder warum sind die alle am... Warum steht keine einzige von denen? Jeder einzelne von denen liegt am Boden. Also irgendjemand ist da dahinter, oder? Ne? Kann nicht sein, dass hier jeder einzelne von denen irgendwie kaputt ist oder so. Oh, da muss ich sogar hin. Oder? Dann gehen wir da noch nicht hin. Da komme ich wahrscheinlich genau dahin jetzt, ne? Ja. Da will ich aber nur, ich will erstmal ja alles andere erledigen. Da, wenn es geht, mal vielleicht den Funkturm erreichen. Ne, den letzten konnte man nicht erreichen, aber irgendwie auf so einen Hügel. Deswegen hoffen wir mal da. Das sieht gut aus. Nur das Stück bringt mich da hoch. So, ist eigentlich sogar der, den ich letztens versucht habe zu erreichen. Da kommt der hier, Stücke. So, hab ich schon wieder mal einen neuen Angriff hier. Ich habe mit Yuffie, glaube ich, einen neuen Angriff, ne? Perfekt. Die habe ich ja schon alle erkundet, ne? Und ich sehe, meine ich. Ja, wenn ich mal einen Punkt hätte, ne? So, ich glaube ja, ne? Nichts überstürzt. Er macht einen Angriff länger. So, und jetzt Störenstaubstrahl aktiviert. Alter, so ein starker Angriff. Ey. Boom. Okay, habe ich eigentlich mit jedem Charakter hier alles schon gelevelt hier waffenmäßig? Ne, Barrett. Stimmt, seine hätte eine neue Waffe. Gucken wir mal die Steuerung erstmal. So. Und dann nehmen wir mal. Und dadurch, also ja, Yuffie hat eine neue Fähigkeit, ne? Einen neuen Angriff, glaube ich. Hier sehe ich, glaube ich, nicht, ob ich den schon eingesetzt habe oder nicht, ne? So, und Bert muss diesen Mega-Schuss hier aktivieren, genau. Mit dem Pfaffen hier. Die Erinnerung kommt zurück. Da Mori Reusen, genau, ich wollte eigentlich nach Mori Reusen gehen. Und genau nachdem ich jetzt hätte irgendwie Sinn gemacht, wenn ich da Mori Reusen erwähnt habe, nachdem ich die Mori Medaillen eingesammelt habe, ne, aber gut. Ja, ne, das wollte ich eigentlich machen, als ich den Part gestartet habe, aber irgendwie habe ich das jetzt schon wieder vergessen. Weil da kriegen wir ja auch immer so Kampf. Ich wollte jetzt Kriegsanleihen sagen, aber das hält da was. Ja, diese Dinger, womit wir hier mehr Waffenfertigkeitspunkte bekommen. Die Lehren des Kriegers, Lehre des Schwerts und all sowas. So, cool. Ich glaube, das ist der, den ich versucht habe, letztens zu erreichen, ne? So, da ist ein Kampf, da ist ein Dings. Boah, guck mal, wie viel noch übrig ist.
So, Mogi-Reus, wie komme ich da hin? Ich will das, glaube ich, so schnell wie möglich machen. Ja, ich kann mich da nicht hin teleportieren, ne? So. Gott. Okay, ich vergesse mal, welches was ist, ne? Aber das ist nicht die S-Bahn, ne? Gujarat aber das, glaube ich, ne? So, da ist ein Funkturm. Ne, da ist der Funkturm, den wir nicht erreichen konnten, ne? Lass mal schauen. Komme ich denn da hin? Da ist ein Pilz. Das könnte hinhauen, ne? Wie komme ich da hin? Da gucken wir mal, ne? Weil ich weiß, da kann man nicht hochklettern oder so. Da muss man irgendwie hinspringen. Aber ich bin irgendwie so vorgestellt. So, hier komme ich schon mal nicht dahin. Ich dachte, wenn ich jetzt hier so rumgehe, da oben glaube ich, ne? Irgendwie so. Irgendwann werden wir halt sowieso schon finden, ne? Ist nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe mal, die Quest hier mit Dings geht mal weiter hier in Coral. Wo wir hier, da waren wir ja noch gar nicht fertig hier mit der Protosubstanz-Quest, ne? Ich habe gedacht, da kommen wir jetzt mal irgendwann weiter, aber vielleicht müssen wir da irgendwie warten. Keine Ahnung. Was, ne, keine Ahnung. Irgendwas, weiß nicht, irgendeine Funktion freischalten oder irgendwie ein neues Fahrzeug oder so. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas bekommen. So. Könnte das hinhauen? Ich glaube, da landen wir irgendwie da hinten auf dem Ding, ne? Aber nein. Obwohl. Nein. Boah. Ja, wie kommt man jetzt dahin? Ja, ich glaube, da ist ein Essbar-Schrein. Ich sehe da hier so dieses Steinchen da. So, irgendjemand muss seinen Schokobo sagen, der soll sich beruhigen. Ich höre die ganze Zeit nur so. Irgendein Schokobo hier dreht voll durch. Mogi-Medaillen, yay. Mogi-Reuschen, mein Gott. Adler. Mogi, Adler, Fragezeichen. Vielleicht sollte ich das Ding mal folgen, ne? Vielleicht bringt das mich ja irgendwie zum Funkturm, ne? Fangen wir den Ding mal. Wo ist es schon wieder? Boah. Das ist auch ein Funkturm, sehe ich gerade. Oder ist nicht der, wo wir nicht hin konnten? Bisschen der Gockel schon wieder. Boah. Hier. Yes, das ist so unübersichtlich, diese Gegend, ne? Wenn hier so viele Bäume sind. Ich wünschte, ich würde die alle abhacken können. Cloud, mit deinem Schwert jeden einzelnen Baum. Cloud, der Holzfäller. Können wir das schaffen? Ja. Ja, also war gerade dabei. So. So. Alles klärchen. Dann Bonk. Bonk und Boink. Ja, kein Bonk, ein Boink. Yay. Okay. Wir haben 3 von 6. Das Leben im Dorf Gongaga. Wo? Gongaga. Ich wollte schon sagen, Cloud. So, was? Drei, wir haben 3 von 6. Oh, hier ist nur, ist noch Platz für 3. Auf einen Legion ein und eines Waldes, der durch üppiges Moven war. Gibt es ein größeres Gewehr? Ja, okay. Bin jetzt nicht so interessiert an der Lore von Gongaga, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich freue mich auf den Cosmo Canyon, da geht es als nächstes hin. Den Ort bin ich schon sehr gespannt. Er hat schon mehr so ein Gold Sosa Level von Interesse. Okay, vielleicht hat Gold Sosa ein bisschen. Das Gold Sosa habe ich mich irgendwie mehr drauf gefreut, als wir es zum ersten Mal gesehen haben.
Nee. Oh, perfekt. Das Goldhäuser war so ein größeres Überraschungsmoment, fand ich auch. Warte mal, ich sehe schon. Aber Cosmo Canyon ist auch, kommt eigentlich auch schon nah dran, so im Sinne von, oh, ich frage mich, wie das hier in HD aussehen wird, ne? Okay, ist ja ein Teleportpunkt. Ja, perfekt. Da finde alles nur nicht, weil ich wirklich am suchen will, ne? Was ich finden will. Hier ist doch bestimmt so ein Schatzort oder so, ne? Irgendwann später. Obwohl, da kannst du auch gar nicht mit den Schokos hoch. Ja, und nun? Also, okay. Schon sagen, das sah jetzt nicht so aus, als könnte man da so hinspringen. Ja, und nun? Leute, wir sind so riskant mit diesen Vögelchen. So, irgendwas hier. Muss meine Reise irgendwie entschädigt. Nö. Ja, sag für jetzt irgendwann so ein Schatzort. Weil da ich den schon so früh gefunden habe, bringt mir das nichts, ne? Okay, ich kann mich dahin teleportieren zu Not. Hey, Schnellreisepunkt. Langsam filmen wir hier die Karte. Hat schon irgendein Bastard das wieder umgeworfen. Wer macht denn das? Also bevor ich an dieser Haltestelle vorbeilaufe, ist immer irgendein Verrückter so. Der nächste Bastard, der hinkommt, den mache ich fertig. Der Drecksack. Der Drecksack, über den ich mich aufrege, der vielleicht gar nicht existiert. Ich hasse ihn. So. Ich bin mal echt gespannt, wie der Cosmo Canyon aussieht. Ist es dann immer nachts in der Region, weil der Cosmo Canyon, also weil da war es eigentlich immer nur dunkel. Deswegen frage ich mich, wie die halt hier anstellen können, ne? Weil es gibt ja kein Tag- und Nachtsystem oder so, ne? Deswegen frage ich mich, wenn wir da hingehen, ob es dann die ganze Zeit Nacht sein wird. Da kann ich irgendwie nicht rüber. Ich kann nicht vorstellen, dass hier noch so viele Sachen übrig sind. Ich habe ja noch nicht alles gemacht hier, ne? So, okay, geht auch. Ja, mir doch egal. Konnte ich vielleicht erst noch einen Moment davor stehen und mir das überlegen? Nein, der muss direkt hier einen auf Tarzan machen, ja, und auf die Ranken gleiten. Da gab es mal ein Tarzan-Spiel für die PS1, das hätte ich gerne gespielt. Das war gut. Da kannst du auf Kommando auf den Boden stampfen. Wie so ein Griller. So. Da kannst du irgendwie Sachen im Boden oder so kaputt machen oder so. Oder aufmachen oder so. So, ich muss jetzt mal heraus, wie man da hinkommt, Mann. Ja, wenn ich da hoch könnte, ne? Wenn wir schon angezeigt und so. Ey. Ich habe gerade hier irgendwo einen Pilz gesehen. Da, der Pilz bringt mich doch sicher dahin, ne? Ist das der, den ich gerade versucht hatte? Sehe gerade, da kann man hoch. Ist das der, den ich gerade versucht hatte? Ich meine, ich bin irgendwo anders hingesprungen. Warte mal, bin ich jetzt ganz irre? Da war der, ne? Da ist er. Da muss ich irgendwie hin. Habe ich da nicht gerade versucht? Oh, ist doch geil. Ich meine, das hatte ich doch gerade versucht, ne? Den hier, oder bin ich woanders hingegangen? Ne, ich bin da hingegangen, ne? Ach komm! Ey!
Ja, aber so kann man da nicht hoch, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Seil, wo ich mich hochhängen kann. Einfach hier hochglitschen. Da! Kommst du Schönheit denn auf einmal her? Und da habe ich den nicht auch schon letztens schon gesehen. Und da habe ich mich auch gewundert, wie man da hochkommt. Genau, und da bin ich ja an der Mogelhäuschen gestolpert. Was wir vielleicht mal machen sollten, ne? Genau, boah. So, machen wir das hier, ne? Das Mogi ausbetreten, ja, aber sicher doch. Klopf, klopf, palim, palim. Boah! Wir sind doch voll auf dem Trip. Okay. Die Mogi-Kinder treiben es inzwischen noch bunter. Nun gibt es sogar eine Zeitbegrenzung. Oh, nee. Obwohl, ich finde jetzt nicht so schwierig, also. Habe ich, glaube ich, nie so lange gebraucht, die mal zu erreichen, ne? Wo ist denn das? Da. Da. Ah! So, man kann die von drin immer noch machen. Da war aber vorher nicht so, ne? Nicht wohl. Oh. Ich wusste, man kann da drunter rein. Kann ich nicht auch irgendwie mal so Wirbelstürme oder so einsammeln? Ich weiß nicht mal, wie man das macht. Ich muss sie wieder reinlenken, ne? So. So kommen die nicht auf die Idee, mal wieder rauszugehen da, ne? Die schießen noch weiter. Okay, ne, da hätte ich vielleicht von der anderen Seite. Ja. Schimmel uns mal bitte auf die andere. Aua! Sag. Das bedeutet Krieg. Hey, ja, voll unfair. Nicht so nah, Mann. Ja, und jetzt. Da wird schon direkt wieder schießen, ey. Ja, da fehlt immer noch einer. Da, der schießt von da hinten noch. Gott, hört auf! Ja, rein. Na, wo ist der letzte? Ah! Ah! Oh Gott! Wie wurde ich da nicht getroffen? Na, wo ist der letzte? Da hinten, komm. So, den lang ich sofort von dem Wirbelsturm rein. Pass auf. Also für dazu. Ha. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Jetzt kein Mist. Ha. Ha. Oh ey. Vorsicht, Leute. Oh Gott, die Zeit. Ah. Nein! Nein! Oh! Geh da rein! Jawohl! Oh. Na toll, jetzt sind zwei Bommel auf meinem Kopf. So ganz leicht geärgert. Ihre sieben Kinder weltweit noch weitere Läden, Kupo.
Was habe ich bei meinen Kindern nur falsch gemacht? Keine Ahnung, wir sind alle gruselig hier in diesem Spiel. Ich fand Mogis noch nie so gruselig wie in diesem Spiel. Na. Dein ganzes Inventar. Wahrscheinlich wieder, ne? Geheimlehre der Kampfkunst. Ja, guck mal, ich habe immer so viele Dinger. Na, Tifa und Kaizef. Du hast noch ein was Materialismus. Ja, die Stufe. Ich habe immer noch voll viele. Alter. 10 Ocken für die Dinger. Ja, jetzt kann ich mich hier hin teleportieren, ne? Ja, okay. Das ist nur ein Foto-Ding. So, wie kommt man jetzt zu diesem blöden Funkturm dahin? So, da oben muss ich irgendwie hin, ne? Ja, wie komme ich da hin? Nicht von hier irgendwo kommen, ne? So hier. Man kann die Pilze auch auf der Karte sehen, sehe ich gerade. Ich muss dann irgendwie, ne, da ist da oben. Ich muss von hier irgendwo irgendwie da auch kommen. Von da aus komme ich bestimmt dahin mit dem blöden Pilz, ne? Stell ich mir jetzt vor. Ah, das wüsste ich jetzt nicht. Ich bin eine sehr erfahrene Person, von daher habe ich das recht. Nur wissen, wie ich da hochkomme. Ja. Habe ich's? Nee. Das Pilz. Darauf jetzt immer hier hinauslaufen. Ey. Ich muss immer so blöden Pilz erstmal finden. Ne? So, hier war ich noch nicht. Ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Das heißt, hier habe ich noch nicht erkundet. Hier habe ich noch nicht nachgeschaut irgendwas. So, hier war doch mal ein Pilz irgendwo, ne? Da. Oh. Ja. Guck mal hier. So. Ne, ich will erstmal zum Funkturm, wenn es geht. Geht's irgendwo runter? Ich glaube nicht, ne? Das ist der einzige Weg. Nein, da will ich aber nicht lang. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Da. Aber ich schon mal hier oben bin, weil es hier oben. Vielleicht irgendwie so ein Schnellreisepunkt irgendwo freischalten. Sieht nicht so gut aus, als schon. Schokoball schon mal kein gutes Zeichen. Na gut, da müssen wir den Pilz benutzen, ne? Mal gucken, wo wir da landen, ne? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Also ein Dreck. Weil sie tun noch extra irgendwie so diese eine Plattform in Gänsefüßchen dahin packen, so im Sinne von, ah, da kannst du bestimmt erreichen. Ne. Ist hier aber auch so richtig nervig zu navigieren, ne? Da. What? Da war was. So. Gott, nicht so schnell. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich will nicht hier lang, ich will da lang. Kann ich zu diesem verkackten Funkturm hin?
Und das Licht ist ja auch noch so. Da ist ein Seil, aber das ist hier am Funkturm dran. Kommst du da hin? Hier ist ein Pilz. Von da, das ist noch viel zu weit weg. Hier ist auch einer. Ja, da wollte ich ja hin, da will ich ja hin, ne? Ich will ja so hier hin irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich da mache. War. Soll ich wieder da oben hin, ne? Ne. Die haben nur irgendwie so einen festgelegten Weg, ne? Nicht, dass ich irgendwie da irgendwie falsch reinrenne oder irgendwie so und deswegen irgendwie nicht zu den Orten hinkommen, oder? Wie kommt man darüber? Ah, guck mal. Ich weiß es nicht, mein. So, hier hatte ich einen anderen Weg noch gefunden, oder? Nee. Nee, nur da oben. Hier ist irgendwie auch nichts, ne? Hier ist noch was. Na, komm auch zum Funkturm, vielleicht. Das ist so eine Frage, ne? Funkturm hier zu finden ist irgendwie so eine ganz wichtige Frage, ne? Da kann ich nicht runter. Ich muss aber da lang, Leute. Leute. Ugh. Also Gongaga wird auf jeden Fall nicht meine Lieblingsregion in diesem Spiel sein. Da kann ich jetzt schon mal sagen. Coil hat es ja irgendwie voll in sich gehabt, fand ich. Aber ich gesagt, ziemlich lustig, dass er ein Buggy gehabt. Hier ist so Bäume, weiß gar nicht, wo du hin musst und so, wie du einige Orte erreichen kannst. Hey, was geht, na? Sag. Alter. Mal kurz gucken. Nee, ich hab schon, Alter. Hab ich mit Jofi nicht irgendwie was anderes? Den lange fand ich aber schon. Alter, was ist denn hier los? Boah! Ich traue euch alle jetzt. Sagt ja, ich muss ja mit Barrett. Oh, ich muss mit Barrett hier die Dings lernen. Und nein, ich will. Nein, lass mich da runter. Ja, ich will hier hoch. Kann ich gar nicht. Was zum? Ja, sag mir nicht, ich kann ja auch nicht hoch. Ey. Was ist mit diesen blöden Funktürmen hier? Ich gefällt da hoch. Boah. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich da hochkomme. Hier Spiel. Hm. Der führt mich irgendwie zum Sprungpilz oder so, da habe ich da immer keine Ahnung. Eieiei. Wesen finde ich ja Halteplätze. Schokobo-Haltestelle ist wieder in Betrieb. Na, da unten haben wir ein Foto ab. Lass mal da hingehen. Ja, da kann man runter. Egal. Ja, jetzt will ich erst mal im Funkturm hier haben. Weil ich sage, dass ich ja schon wieder einen Funkturm gefunden habe, da nicht hinkommen. Und das Spiel doch jetzt extra. Hier, ich sehe schon. Äh.
Surfing Chocobo. Okay, oh, Vorsicht Leute, Vorsicht Leute, kommen nicht hier alle rüber gesprungen auf einmal. So, ist da gerade jemand runtergesprungen? Irgendjemand ist da gerade runtergesprungen. So, so muss man die nur einmal aktivieren. Bei der Bim Bom Bam. So. Yay. So. Okay. So, jetzt haben wir. Es fehlt uns nur der eine Funkturm. What is that? Das sieht voll verdächtig aus. Hallo? Was? So, Hasen. Warte mal, Hasen. Das ist Schätze, ne? Ja. Ups. Dieser Stein geht nicht durch meinen Schleife kaputt. What? So. Jetzt würde ich sagen, du bist gerade an diesen Trümmer da irgendwie festgehalten. Steckt, ey. Verstanden. Also, irgendwas. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Ich finde ja voll viele Orte, die voll verdächtig aussehen für irgendwie Quests oder irgendwie sowas, ne? Habe ich eigentlich irgendwo noch andere Kartenspieler, die ich bekämpfen kann? So von, ich habe ja mein Level irgendwann mal erhöht, ne? 6 6 3, weil habe ich diesen einen alten Opa schon hier besiegt, der am Schweben war. Da hatte ich doch irgendwie einen niedrigen Rang oder so, ne, um gegen den zu spielen und so, ne? Habe ich das schon irgendwie gemacht jetzt? Oh, da noch mal ein Kampf, glaube ich, einen Bosskampf. So. Hier sind überall so Ruinen und so, ne? Aber irgendwie ist ja nichts zu tun. Ich gerade irgendwie an Jedi Fallen Survivor. Fallen Survivor. Jedi Survivor. Der dritte Teil. Fallen Order Survivor. Genau, ja. Aber das. Ich habe den Namen des Planeten vergessen. Ja, dieser Wüstenplanet hier vom zweiten Teil. Dieser Wurm im Boden war. Ich weiß nicht, warum mich das daran erinnert hatte. Vielleicht wegen den Ruinen, aber. Ja, nicht so, als gäbe es in anderen Spielen oder Serien oder irgendwie Ruinen, ne? Da hat mich irgendwie aus irgendeinem Grund genau daran erinnert. Ich dachte, können wir euch so ein paar mehr Schatztruhen so platzieren. Ihr habt so viele Orte, so viele Verstecke und so, die man ja finden kann, aber irgendwie hat nur jede Region so ein oder zwei Schatztruhen noch, die irgendwie nicht irgendwie verzeichnet sind in diesen Schatzgebieten. Der Legende nach nimmt Kujata jedes Mal, wenn er vor Menschen erscheint, eine andere Gestalt an. Mal sei er in Flammen gehüllt, mal von Eis umgeben und dann wieder von Blitzen umsäumt. Ja, ja, das ist irgendwie. Ja, ich glaube, ich auch letztens gesagt, ne?
Kujata irgendwie hier mehrere Elemente oder so beherrscht, ne? Nur vom Aussehen her habe ich das so ein bisschen mehr in Erinnerung an den, an dieses eine geschweifte Biest aus Naruto. Ich weiß nicht, welcher Teil, aber ich glaube, der fünfschwänzige, ne, der fünfschwänzige war, glaube ich, der Affe, ne? Ich glaube, der sechsschwänzige, ne? Dieses Pferd ähnlich, dieses weiße Pferd. Ein bisschen so sah das aus, so in meiner Erinnerung. So, was zum? War das einfach? War das nicht gerade? Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, aus dem Weg, Leute. Nein, geh aus dem Weg, habe ich gesagt. Ich habe euch doch schon bekämpft und so. Einer von denen ist gerade voll darunter gefallen, glaube ich. Das ist eine Truhe. Okay, hier ist ein Schatzplatz. Von daher, okay. So, jetzt habe ich die erstmal immer noch nicht gefunden. Habe ich das Ding da kaputt gemacht, aber den Schrein nicht gefunden. So, ich gehe nicht noch mal runter. Ich bin außerhalb des Schatzgebietes. Ah, wo ist die zweite Schatztruhe? Oh, ich dachte, da wäre ein Gegner jetzt. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig mit der S-Bar, ja. Aber der Schatz ist immer noch nicht hier. Lass das bei S-Bar machen. Wir können ja versuchen, mal Kujata zu holen. Ich glaube, wir haben schon einen Schrein, ne? Das heißt, wir können in zwei Level runterballern, ne? Dann hat jetzt jeder Charakter, glaube ich, auch eine S-Bar, ne? Ich meine, irgendjemanden fehlt eine S-Bar. Ich glaube, Yuffie, ne? Ich habe eine S-Bar zu wenig, als ich Charaktere ab. Von daher kann das ja nichts, kann das ja nicht schaden, ne? Hm. Ja, vielleicht machen wir beim nächsten Mal, keine Ahnung. Gott. So, Alter. Ich frage mich bis heute noch, ob man die alle zerstören muss. Oder sind die einfach nur dafür da, irgendwie zu sagen, so, ey, du musst da lang. Und wenn ich irgendwie dahin komme und ich habe nicht alle kaputt gemacht, dann kann ich das Ding nicht benutzen oder so. Das ist bisher nämlich noch nie passiert. Na gut. So, ich meine, das war ein bisschen schwieriger diesmal, ne? Gib mir deine Kujata. Okay, Kreis, Kreis, Viereck, Viereck, X, X. Kreis, Kreis, Viereck, Viereck, X, X. Kreis, Kreis, Viereck, Viereck, X, X. Nein. Nochmal. Kreis, Kreis, Viereck, Viereck, X, X. Okay, dann anscheinend gereicht. Der drei Köpfe sehe ich gerade. Die übereinander gestapelt sind wie ein Totenfall. Kujata ist ein Totenfall. Confirmed. Oh, Chatley, du hast doch gerade mit mir geredet. Cloud. Dank deines Einsatzes konnte ich alle notwendigen Informationen zur Espa aus dem Kristall ziehen. Wow, danke. Ich weiß, Chatley, mein Bruder. Ist die Musik gerade so episch? Okay. Warte mal, so sieht die Pfeife aus? Weiß nicht, oben. Das ist wie so eine Indianerpfeife. So. Ja, da fehlt mir jetzt noch was, aber da kann ich. Mache ich ihn dann nochmal. Versuchen wir noch so viel wie möglich hier zu finden, wenn wir schon hier sind. Mein Kleinkram hier noch aussortieren irgendwann. So, da ist ein Kampf. Lass mal gucken, was da ist.
Ich finde, wir hatten noch nicht genug Action heute. Kontaminierte Wildheit. Schockgegner, schockanfällig. Ich merke gerade, das Gebimmel, wenn Mai mit uns redet und wenn Shadley mit uns redet, ist irgendwie anders. Wenn Shadley irgendwie kommt, dann heißt er, macht er immer dill dit dit. Wenn Mai uns anruft, heißt er nur dill dit dit. Zwei Minuten. Ich glaube, Schocken wird jetzt nicht so ein Problem sein, ne? Na, gucken wir mal. Jetzt am Feuer. So, warte mal, warte mal. Wahrscheinlich hat hier wieder niemand Feuer, ne? Nein. Ziemlich schwach. Okay, so wieder zu. Okay, ja, Schocken ist jetzt kein Problem, ne? Na, Zeitlimit macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ja, ich kann auch blocken. Okay, das ist ja ziemlich easy. Aber ATB muss. Einfach durch die Abwehr gebrochen. Und dann einmal hier mit finishen, wenn es geht. Zack, nein. Okay. Sehr gut. Das ist unser zweiter Kampf. So, cool. Direkt beim ersten Mal geschafft. So muss das sein. So, wow, jetzt mit dem Längen ja wieder. Manchmal muss ich das Spiel irgendwie beruhigen. Habe ich so. So, ich habe vergessen mit Barrett schon wieder. Muss Gegner niederschlagen, ne? Muss er die Gegner niederschlagen? Ich nehme an, ja, ne? Oder einfach den Angriff spammen. Schon wieder du. Da werden schon noch ein paar Kampfsimulator-Kämpfer haben und so. Da können wir mit Barrett die. Dings lernen. Ich will jetzt nicht in Gegner rennen, die ich schon besiegt habe, ne? Oder die ich schon analysiert habe und so, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin schon sowieso ein bisschen so am Überleveln hier. Die Quests, die waren alle so Level 34 und 35 und Cloud schon Level 37. Dabei mache ich eigentlich nur alle Nebenquests, ne? Also ich will jetzt nicht noch extra irgendwie so. Oh, Speicherkristall. Ah, Fragezeichen da. Mir schon mal aufgefallen. So sahen die Speicherkristalle aus hier so. So kleine, so da waren so Kreise mit so Fragezeichen, die sich gedreht haben. Weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist. Ey. Warte. Ich wollte seine Pfeife mal anschauen. Ja, keine Ahnung, wo ich hier überall gerade hinrenne, ne? Bin schon hier auf dem Weg zur Quest wieder, zur Hauptquest. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Nein. Nein. Okay. Will nicht getriggert werden dadurch. So, ich nehme an, da kommt wieder irgendwie so ein kleines Nebengebiet hier zwischen Gongaga und Fort Condor. Den Cosmo Canyon, was ein bisschen merkwürdig ist, weil es gab irgendwie nicht wirklich so ein Zwischengebiet zwischen
Gongaga und den Cosmo Canyon. Du bist über so einen Fluss gegangen mit deinem Buggy, ne? Also was im Original passiert ist, ne, der Buggy, als man gerade am Cosmo Canyon vorbeizischen will, hat aufgehört zu funktionieren und ist stehen geblieben. Und ich glaube, man hat irgendwie, bevor man weitergegangen ist oder um den Buggy reparieren zu lassen, einen Abstecher nach Cosmo Canyon gemacht. Also das war so die Lore im originalen Final Fantasy 7, ne? Die Story in diesem Spiel ist ja immer so, oh, diese Schwarzküsten, die sind gerade auf dem Weg dahin und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dahin, ne? Das ist der gesamte Plot in diesem Spiel, ne? Keine Ahnung. Im Original war es mehr so, weiß ich nicht. Es gibt nicht wirklich andere Orte, wo du hingehen kannst. Also irgendwann wirst du schon den richtigen Weg finden und ja, dann passiert da halt irgendwas, ne? Und ja. Da war halt die Story, ne? Du bist halt von einem Ort zum anderen gerannt. So, ich glaube, wir sind hier schon richtig, ne? Das ist vermutlich der Flugplatz, oder? Was meint ihr? Scheint schon, ja, bessere Tage gesehen. Kann man sich hier hinteleportieren? No, hier kann man sich hinteleportieren. Wie soll hier denn irgendwas landen oder abheben können? Heißt das etwa, wir sind ganz umsonst hierher gekommen? Vielleicht nicht. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Telebox der Republik. Schauen wir uns das mal an. Ja, aber nicht mal heute, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gezwungen, dahin zu gehen. Okay. Wusste ich, bin ja schon richtig. Na gut, aber da gehen wir noch nicht hin, ne? Wir sind ja nämlich noch nicht fertig. Ich glaube sowieso nicht, dass das Spiel irgendwie einen Schwierigkeitsgrad. Ich habe ja den Schwierigkeitsgrad dynamisch und anscheinend levelt dieser Schwierigkeitsgrad mit mir, ne? Ich glaube, die Monster, die tun auch mit mir leveln oder so, ne? Wenn ich hier auf Aufträge gehe, ne? Und ich wüsste, wo ich hin. Ja, 34. Ja, guck mal, hier sind alle 34, ne? Sogar die hier aus dem ersten Gebiet. Also die leveln mit mir hoch, ne? Was heißt ja eigentlich leveln? Die sind 3 Level unter mir. Ich nehme an, die passen sich an der Gruppenlevel an, aber alle sind Level 37, ne? Also wenn Yuffie schon Level 37 ist, dann sind die anderen auch Level 37, ne? Weil Yuffie ist immer diejenige, die am weitesten hinterher hängt. Wenn sie schon Level 37 ist, dann... Das hat, alle anderen sind auch schon 37 oder höher. Also ich weiß nicht, warum die 3 Level hier unter mir gehen. Okay. Gott, ich sehe nichts. Gott, ich sehe gar nichts. So, da wissen wir Bescheid. Hier müssen wir hin, wenn wir weiter in der Story wollen. So, wo ist hier die Schatztruhe, mein Gott? Ich will hier die Schatztruhe finden. Irgendwo hier unten. Ich sag mir nicht, die ist irgendwo da ganz unten. Eine war hier. Und hier schon wieder weit weg, ne? Zu weit weg, meine ich. Ja, yeah, boah, wollte schon sagen. Phönix-Trank. Lass mich mal schauen. Kann ich wieder was herstellen? Was brauche ich denn alles? Gunst des Planeten habe ich also noch nicht. Kosmotee, da, ich frage mich, wo ich den herkriege. Gunst des Planeten. Ah, warte mal. So, ich weiß immer noch, wie man zu den Funkturm dahin kommt, ne? So, da ist eine Foto ab. Lass mal die auch noch machen, ne? Also, wir haben immer 10 Minuten, also. Versuche ja noch verzweifelt irgendwas zu finden. Ne? So, ja, genau. Ein Seil, was mache ich damit? Seid ihr neu? Sieht neu aus. Oder? Nee. Das ist nicht mal Sicherheit. Okay. Muss da mal gucken. So, ich glaube, da hinten ist eine Haltestelle. Nee, da ist die Foto ab.
So. So, so, ja. Einmal den hier. Boom. Ja, da hätte man auch. Anstatt das so zu machen, hätte man auch irgendwie, weiß nicht, so. Hier ist schon ein Schild, ne? Hätten wir auch einfach so machen können, dass ich mich da. Dass ich da irgendwie mit interagiere und boom, Cloud macht ein Bild, ne? Oder nicht? Die Hexe hat Menü jetzt aufzurufen und noch nicht mal ein Foto machen zu müssen, ne? Einfach nur den Fotos-Modus zu starten, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ich muss noch nicht mal, ich muss noch nicht mal den das Foto machen. Ich muss einfach nur den Fotomodus aufrufen und boom, Quest ist abgeschlossen. Da hätten sie auch ruhig irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Ding machen können, wo man so drücke auf die, geht zu diesem Schild und drücke Dreieck oder so, ne? Und boom, Quest abgeschlossen. Ne? Da macht, dann holt Cloud ein Fotoapparat auf oder stellt ein Fotoapparat auf. Dann stehen die alle so. Genießt ihr alle die Aussicht? Wir haben ein Foto gemacht. Wir müssen die nicht mehr genießen. Wir haben ein Foto davon. Es ist auf ewig festgehalten in Form eines Fotos. Das können wir im Internet stellen. So, also noch ein paar Sachen. Darf ich mal offscreen irgendwie gucken, wie ich alleine da irgendwie zu diesem blöden Funkturm hinkomme, ne? Ich bin einfach so ein Abgrund. Oh. So, ich glaube, wir haben hier wieder eine Lebensquelle. Hießen die offiziell so? Ja, ne? Mal hier unten. So. Ich höre schon die Musik, aber irgendwie bin ich noch nicht da. Ich denke, da ist ein Trader Among Us. Ne, warte mal. Ich denke, da ist ein Owl Among Us. I think one of us is an owl. Huh. Der exakt. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg, Chocobo. Ich muss Natur erkunden. Na komm, wie gespannt der Zug. Die Perspektive. Ich will auch sehen. Okay, Lebensquelle analysiert. Ja, zwei Stück fehlen noch. Ich dachte, wir haben schon noch fertig. Warte. Cloud. Ich konnte an neue Informationen über ein ganz bemerkenswertes Ungeheuer gelangen. Es handelt sich um den riesigen, tief im Wald hausenden. Verzeih bitte. Um einen riesigen Morbol, bei dem ihr schon. Oh, Morbol. Auch schon eingesehen in diesem Spiel? Nee, ne? In Final Fantasy 16 haben wir eingesehen. Da war der erste Boss, ne? Gegen den Clive gekämpft hat. Also noch ein junger Teenager war, ne? Könnt ihr euch erinnern? So weit. Also der war wahrscheinlich gar nicht getriggert, ne? So, aber oh Gott, Morbol. Der Morbol im ersten, im Final Fantasy 16 war ja ein Klacks, weil er hatte nicht. Der hat eigentlich irgendwie hier mit Staatsveränderung bombardiert, ne? Weil das ist normalerweise ein Ding von einem Morbol, ne? Die haben Mundgeruch, Fähigkeiten namens Mundgeruch. Und die setzen halt auf einen Charakter ein und du hast dann irgendwie alle Staatsveränderungen, die es gibt im Spiel. Deswegen sind da meistens immer so High-Level-Gegner irgendwie, die du erst bekämpfen kannst am Ende. So. Ich will diesen blöden Funkturm ja noch kriegen. Wow. So, hier bin ich ja letztens lang gegangen, da war nichts, ne? Gibt's da einfach nicht. So, habe ich den Pilz ja schon ausprobiert. Wie kommt man da hin? Ist das hier irgendwo oben? Mal da ein. So,
Na, wo ich mich das Ding hin? Das ist eine Rutsche. Wo bringe ich das hin? Ich muss ja mal alles ausprobieren jetzt. Nirgendwo. Okay, der Pilz ist das schon mal nicht. Ich kann schon wieder als der Pilz hier, ne? Aber wie komme ich da hin? Ich will eine Markierung machen. Ich will das jetzt hier verdammt noch mal finden. Ja, ich sehe auch gerade alle Sachen, die ich noch nicht erkundet habe, werden mir auf der Karte markiert. Schwer, dann hochzukommen. Ja, das war der, den ich vorhin schon probiert habe, ne? Oder? Also den, den ich schon tausendmal probiert habe. Da kann man doch bestimmt irgendwie anders hoch, ne? Dann muss man nicht mit dem Pilz, oder? Ich übersehe ja gerade irgendwas, ne? Das Ding sagt mir auch einfach da oben hin. Ist ja irgendwo eine Liane oder irgendwie so, wo ich da hinkomme. Das hier, das sieht doch perfekt aus, als könnte das dahin. Ich hin, da mich, mich dahin packen, ne? So, genau. Wie komme ich dahin? Das ist schon wieder der gleiche Pilz, den ich die ganze Zeit hier tackeln will, ne? Aber wie kommt man dahin? Irgendwo von da. Da ist eine Brücke. Wie kommt man zu der Brücke dahin? Hier. So mal von hier. Da oben, da ist irgendwo so eine Ruine da oben. So wie das ausschaut. Genau hier. Wie kommt man da hin? Meine Güte, ewig. Genau wie als ich ja herausfinden wollte, wie die Story weitergeht, ne? Schon wieder hier nichts gefunden, wo du hin kannst. So, wie kommt man hier hin? Sehe nirgendwo ein Pilz. Ich denke, der da unten war ich noch nicht. Ist ja unten irgendwas. Kann ich sein, Mann. Eine Güte. Jetzt nix. So verzwickt hier ist das hier. Oh. Ich liebe es, wenn die Musik so macht. Oh, ich weiß nicht, wie man reinkommt. Ich werde den Weg wahrscheinlich offscreen suchen, mich dann da reinschneiden, wenn ich den gefunden habe, weil sonst dann sagt er ja genauso ab wie beim letzten Mal mit dem ein Chocobo Küken, was ich gerade gehört habe. So, wow. So, hier ist auch noch ein ganzes Gebiet, das ich nicht erkundet habe. Hier ist doch gar nichts mehr. Guck mal, was hier noch alles ist, ey. Sieht irgendwie gar nicht so aus, als wäre noch irgendwas. Meine Güte. Ja, da die Hasen, ich sehe das. Nein, umdrehen. Umdrehen. Was? Wie hast du das Ding verfehlt? Neue Spinne. So. Warte mal hier. Wieder ein paar Schinnen aus der Laden. Wir sagen so, nein, da können wir nicht hin. So, wo bin ich hier? Ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt hier gar nichts wäre, ne? Muss irgendwas sein, das sieht voll wichtig aus. Ich finde so gut, wie mein Schwert im Leuchten dunkel
Im Leuchten dunkelt, im Dunkel leuchtet. Oder? Es heißt, sie stammt ursprünglich von einem weit entfernten Kontinent. Na komm, machen wir hier noch. Schockanfällig und schocken. Man kann nur Theorien aufstellen, warum sie sich nun im Gongaga niedergelassen haben. Doch vermutlich hat das reiche Marco-Vorkommen die Angst. Wie wirkt sich dieser Exot auf das Ökosystem von Gongaga aus? Der hat auch, ne? Ne, selbst nicht. Eis. Ich bin bereit. Ich mich gerade gekontert. Das wird so nichts. Hat irgendjemand Eis? Irgendjemand? Niemand, ne? Oh Leute, warum fehlen mir eigentlich immer genau die gleichen? Das greife ich mal an. Das war's dann. Ziemlich schwach. Ha. Ah, perfekt. Ich habe mir schon gedacht, ich muss den bestimmt angreifen, wenn er sich irgendwie so auflädt oder so, ne? Oh, ich wollte da gar nicht. Das war's. Dann übernimm. Warte mal. Warte mal, dein Angriff hier. Warte mal. Boom. Ja, gut. Ausgezeichnet. First try. Cool. Ja. Ja, dann mache ich jetzt am Ende. Gut gemacht, Mai. Im Daumen nach oben gegeben. So, keine Ahnung. Okay, machen wir hier Feierabend für heute, ne? Ich meine, wir haben heute viel erreicht, ne? Ich kann vielleicht noch mal hier machen wir im nächsten Part. Meine Level, meine Waffen und so hochleveln wollte ich machen. Können wir am Anfang des nächsten Parts. So, würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir vielleicht mal Kujata versuchen, ne? Und ich werde versuchen, ob ich diesen Turm irgendwie finde auf Screen. Aber mal schauen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Man sieht hier überhaupt nichts.